Und damit begrüße ich euch zurück zum RTL Biathlon. Hier haben wir nochmal das Gesamtweltcup-Ergebnis, wie es momentan steht. Michael Wassmer auf Platz 7 mit 222 Punkten. Das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt zum letzten Mal, als wir es gespielt haben. Also, das läuft richtig gut. Wir haben sogar schon einmal gewonnen. Oh, jetzt kommt Oberhof. Jetzt wird's übel. Der Sprint der Männer in Oberhof. Oberhof, glaube ich, ist die Horrorstrecke. Ich bin mal gespannt, wie wir hier läuferisch abschneiden werden. 9 Minuten 4. Die Strecke ist relativ lang. Das war auch das knappe Rennen schon, was wir einmal hatten im Massenstart im Europacup. Also das ist nicht unsere Strecke. Erreichen wir 20 Punkte beim anfänglichen Zeitlimit von 30 Sekunden. Jo, kriegen wir hin, hoffe ich. Hallo. Das ist jetzt hier wieder nicht optimal. Das merkt man immer erst, wenn man schießt. Hallo, schieß doch. Das war genauso wie beim letzten Mal jetzt. Muss manchmal erst in so einen guten Schießrhythmus kommen. Und wie gesagt, meine Hände sind immer noch arschkalt. Ich sollte mich vielleicht mal mit meinem Arsch draufsetzen. Schieß. Ich hatte schon mal gedrückt, verdammt. Okay, wir brauchen erstmal die Sekunden. Noch 3 Scheiben, die sollten wir aber in 8 Sekunden schaffen. Schieß. Hatte ich schon wieder vorher gedrückt. Man drückt manchmal zu schnell. Also, scheiß los. 100 Punkte haben wir schon wieder bekommen. Jawohl, noch eine Waschmaschine für daheim. Ein Traum. 25 Punkte, 25 Punkte, 25 Punkte, 25 Punkte. Und schaffen wir die 80? Yes! 80 bei Kraft und Ausdauer. Das ist doch schon mal ganz gut. Und Sprint liegt mir sowieso besser. So, jetzt haben wir ja auch noch den neuen Spezialisten. Den werden wir auch mal verwenden. Gibt, wie gesagt, verbrauchte Energie zurück. Was brauche ich? Verbrauchte Energie. Ich brauche natürlich neue Energie eigentlich. Also so ein Quatsch. So, das ist, wie gesagt, meine Horrorstrecke. Die ist mega lang. Die Konkurrenz ist läuferisch utopisch gut. Quadratisch utopisch gut. Ich würde gerne über die Brücke laufen. Na toll, gegen Pfosten gelatscht. Klasse. 10.000 Sekunden Rückstand jetzt natürlich sofort. Wir werden schon 15 Sekunden Rückstand haben bei der ersten Zwischenzeit. Können wir euch gefasst drauf machen. So, hier können wir nochmal sprinten, weil die anderen da immer ein bisschen Tempo rausnehmen vorm Hügel. Ja, das war etwas viel. So, in den Hügel sollten wir mit einer weißen Weste gehen. So, der Rückstand, wie gesagt, wird mega groß sein. Wir schauen uns erstmal wieder die Strecke an, um uns hier dran zu gewöhnen. Ich mag das nicht, wenn es so eng am Rand dort verläuft. Ja, okay, hier geht's nicht. Hier ging es nicht bergab, wie ich gerade merke. So, Rückstand. Na oh, klar. 20 Sekunden, Mann. 20 fucking Sekunden. Ist doch nicht euer Ernst. Dafür kann man manchmal hoffen, dass die hier nicht in die Hocke gehen im Massenstart oder sowas. Aber das ist ja vollkommen übertrieben. 20 Sekunden auf 1 Minute 10. Ja, wie gesagt, wir schauen uns erstmal die Strecke an, wo man den Bergspezialist hier richtig gut machen kann. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Option. Ja, komm, wir machen den. Ach, scheiße. Jetzt ging es nicht mehr. Wir machen den mal hier. So, jetzt geht natürlich sehr in den roten Bereich. Mist, hier hätten wir reinsprinten können. Fuck, habe ich nicht richtig gemacht jetzt gerade. Hätten wir auf jeden Fall reinsprinten müssen, haben wir auf jeden Fall wieder Zeit verloren, oder? Ja, 23 Sekunden, na klar. Na klar, da müssen wir jetzt die minus 1 schießen. Echt ein Traum. Boah, da vorne geht es erst zum Schießstand, ey, willst du mich verarschen? Aber jetzt hier nicht den Schießspezialisten.
den Sprintspezialisten. Schießspezialist haben wir auch gar nicht. Brauchen wir auch gar nicht. Wir sind einfach so unglaublich gut im Schießen. Oh, ey, 3 Minuten hier rumlaufen. Das ist aber auch mega ätzend. Kraft haben wir uns ein bisschen gespart, immerhin. Kleines bisschen. So, und dann kommen wir jetzt zum Schießen und dann nehmen wir die Energie raus. Eieieiei. Huch. Achso, da hätten wir jetzt gerade den... Ah, okay, so funktioniert der also. Okay, komm. Konzentriert. Yes. Jetzt muss ich nur auch stehend da null schießen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt das letzte Mal. So. Können also in den roten Bereich gehen und können das dann quasi in dem Moment, wo der rote Bereich zu doll ist, können wir das dann quasi wegmachen. Das ist gut zu wissen. So, komm, ich sprinte nochmal. Müsste mal schauen, wie das genau funktioniert. Mache ich aber nicht jetzt gerade. Sind auf einem ordentlichen Kurs. Wie gesagt, das ist utopisch, hier irgendwas zu holen. Wenn du natürlich 30 Sekunden allein durch Laufleistung schon Rückstand hast nach dem Schießen. Gut, dass wir jetzt die 0 geschossen haben. Den Bergspezialisten haben wir schon gemacht. Hier müssen wir aufpassen, weil es hier vorne dann eben nicht direkt in der Abfahrt geht. Können wir trotzdem mal sprinten dann. Vorne können wir gleich in der Abfahrt reinsprinten. 27 Sekunden Rückstand trotzdem. So, ich hau jetzt mal hier richtig rein. So, mit Geschwindigkeit. Ja, den anderen brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. Wenn ich jetzt hier mal in den roten Bereich gehe. Und dann loslasse. Kann ich dann diesen anderen nehmen? Den Kraftspezialisten? Ah, okay. Der nimmt das also wieder weg. Ich wollte es nur mal testen. Also kann man hier einmal richtig in den roten Bereich gehen und kann das dann quasi löschen. Sehr schön. Good to know. Ist, glaube ich, auch relativ sinnvoll. Weil man ja immer mal daneben liegt. So, hier warte ich jetzt gerade mal. Ich glaube, da vorne konnte man dann wieder rein sprinten in die Abfahrt. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Kraft ist noch okay, glaube ich. Machen wir da vorne den Sprintspezialisten. Haben wir jetzt auch gar nicht viel verloren zeitlich. So, läuferisch sind wir hier hoffnungslos unterlegen. Das ist einfach so. So, den Sprintspezialisten. Wahrscheinlich nicht die Welt gebracht, aber was soll's. Sprinten gleich nochmal schnell zum Schießstand. So, und jetzt aber bitte die Null. Bitte die Null auch stehend. Das wäre echt bitter, wenn das jetzt wieder nicht klappen würde. Bisschen zittrig, aber war okay. Na komm, lauf los, Tim. Alter Schwede, ey. 34 Sekunden Rückstand ist nicht normal. Das ist schon ziemlich übertrieben. Also gerade die Unterschiede hier von den Strecken sind sehr, sehr groß. Finde ich auch nicht so richtig gut gemacht, aber was soll's. Man hat halt schon das Gefühl, dass es ein bisschen streckenabhängig ist, ob man vorne dabei ist oder nicht. So sollte es ja eigentlich nicht sein. Ich bin hier nicht Mario Kart oder sowas. So, mal schauen. 34 Sekunden, da werden wir natürlich nicht weit vorne landen. Auch wenn wir jetzt die 0 geschossen haben, wir werden läuferisch nochmal ein bisschen was verlieren. Wir haben keinen Sprintspezialisten mehr oder sonst irgendwas. Fans stehen natürlich wieder euphorisch am Rand. Das sieht man auch am Gesichtsausdruck schon. Da hat auch einer gewunken. Jawohl, Tante Elsa mal daheim gegrüßt. Sehr schön. Leute, die im Fernsehen andere Menschen grüßen, das ist auch
Lasst es bitte. So, jetzt nochmal reinsprinten. Du Luder. Yes. Und raus damit. So. Mal schauen, was hier noch drin ist. Sind die Top 10 drin? Ich glaube nicht. Mit einer halben Minute Rückstand kommt man hier nicht in die Top 10. Wobei, wie gesagt, die Abstände hoffentlich auch ein bisschen größer sein werden. Jetzt ist gleich die Ausdauer bestimmt niedrig. Dankeschön, Spiel. Habe ich doch gerade gesagt. Ach, ist das spannend gerade. Wie er den Berg hochschleicht. Mach hinne, Jung. Frierst du noch fest. So, und jetzt sprinte dort in die letzte beschissene Abfahrt rein. So, Kraft ist sehr, sehr niedrig, aber wir können uns jetzt hier noch erholen. Rückstand, na, immer noch 29 Sekunden. Nochmal einen leichten Sprint hier hinlegen. Na komm schon, jetzt nicht stecken bleiben. Und jetzt kommen mit letzter Kraft ins Ziel. Und dann haben wir wahrscheinlich so 33, 34 Sekunden Rückstand. Der Typ ist schon hackedicht und im Ziel, was macht er? Ah, er ist enttäuscht. Das war keine Top-10-Platzierung, denke ich mal. Nee, er ärgert sich. Was sind das denn? Was macht er für einen Körper, Klaus? Na klar! Die ersten natürlich innerhalb von 8 Sekunden kein Thema und wir kommen auf Platz 12 rein. Aber hier hast du auch einfach keine Chance. Wir haben die 0 geschossen. Läuferisch war das vollkommen in Ordnung. Aber hier hast du echt keine Chance. Oberhof ist echt die Hölle. Oh Gott, jetzt kommt bestimmt als nächstes die Verfolgung oder sowas. Oh nein, wir sind wieder zurückgefallen. 9. Platz nur noch im Gesamtweltcup. Vor allem jetzt 80 Punkte Rückstand. Jetzt kommt die Verfolgung. Massenstart. Oh Gott. Gut, da mache ich jetzt hier mal eine Pause. Ich denke mal, dann habe ich einige Folgen auf Halde und machen wir was zu essen. Den Massenstart Oberhof, ne. Den tue ich mir jetzt nicht auch noch an. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's in der DKB Ski Arena Oberhof im Massenstart gegen die Konkurrenz, die uns komplett in Grund und Boden laufen wird. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall schon ein Rennen gewonnen. Wir sind Zweiter geworden. Wir sind Siebter geworden. Es läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Ich denke mal, man kann sich das anschauen. Es ist spannender geworden jetzt eben im Weltcup und wir versuchen, dieses Jahr so weit wie vorne zu landen, gegen Ende dann vielleicht schon mit dem Besten mithalten zu können und dann am Ende der Saison sind wir, wie gesagt, mit vorne dabei und nächste Saison gewinnen wir den Gesamtweltcup, wenn wir es so lang spielen. Bis dann!